Metal-Leute, Servus und ein kurzes und herzliches Hallo beim Drachen. Das ist nur ein ganz kurzes Video, ich möchte eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten zu Herrn Newstime sagen. Euch dürfte aufgefallen sein, dass Herr Newstime in letzter Zeit ziemlich viel über mich upraged und ich eigentlich bislang nicht wirklich darauf eingegangen bin, was er alles so für einen Scheiße vom Stapel lässt. Herr Newstime, du brauchst genauso wenig, diese ganze Sache zu pushen. Nur weil du mit Artikel 13 nichts mehr zu tun hast, brauchst du nicht schon wieder über mich herzuziehen. Du kommst nämlich nur damit daher, über mich herzuziehen, wenn du keine anderen Themen hast. Es gibt natürlich so ein paar Vollidioten da draußen, die wieder auf andere Aktionen, die ich mache, abgehen, die überhaupt nichts mit YouTube zu tun haben. Also das sind Aktionen, die auf YouTube eigentlich gar keine Auswirkungen haben sollten, zumindest nicht in der Hinsicht. Aber natürlich kommen dann so Arschlöcher wie Herr Newstime. Kleines Ausschlag an dieser Stelle hier. Ich möchte ihn jetzt gar nicht haten, gar nicht drüber upragen und sonst was. Aber ich finde letzten Endes, dass Herr Newstime einfach schlicht und ergreifend einfach nur famegeil ist. Das kann man nicht anders ausdrücken. Mir fällt dafür, ich hasse diesen Begriff, aber mir fällt tatsächlich echt nicht, mir fällt nichts anderes dazu ein, als er ist famegeil, er ist aufmerksamkeitsgeil. Er tut alles, um Klicks zu generieren, er tut alles, um seinen Push zu nutzen und das Ganze aufzuwerten. Ich meine, Herr Newstime ist in meinen Augen seit ewigen Zeiten eine kleine Heulsuse, die den ganzen Tag nur am Rumkrakehlen ist, weil sie Beachtung finden will, weil sie versuchen will, in welcher Art und Weise auch immer, halt Publikum zu ziehen. Ja, was seid dann ihr alle? Was seid ihr alle, wenn ich das alles bin? Ihr werft mir ständig vor, was ich alles bin, aber was seid ihr? Ihr seid kleine Rassisten, kleine Narzissten. Gott segne dich, mein Sohn, ja? Nachdem ich ihn in den Arsch gefickt habe, segne ich ihn, Alter. Gott kommt zu mir und will von mir gesegnet werden und nicht andersrum. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. Kleine Nationalsozialisten. Wie fändest du Holocaust? Ja, ein Holocaust wäre natürlich eine richtig nice Sache. Richtig nice Sache. Kleine Schwanzlose, die den ganzen Tag nur rumbeleidigen und das Eigentum von anderen Leuten beschädigen. Ja, ich habe ein Problem mit euch! Warum hast du auf unser Auto? Du kannst dich auf ein Auto zu schlagen! Wir sind nur durchgefahren, weil das Navi uns verboten. Eben, hier ist Durchfahrtverbot! Navi, schützt euch! Das Navi schützt euch nicht! Du kannst trotzdem kein Recht rausnehmen, auf ein Auto drauf zu schlagen, du Vollidiot! Was du meinst? Was ich alles kann und was ihr alles könnt, ne? Das sind gewaltige Welten, ein Unterschied, Alter! Ja, sag ich euch! Ja, ja, ganz ehrlich, ja. Ich habe eine Erziehung genossen. Ich weiß, was ich gehört. Man merkt so Missgeburt einfach so auf Auto. Und ich habe vor allem einen Führerschein. Ich weiß, wo man nicht durchfahren darf, ihr Hurensohne. Aber auf meine tatsächlichen Handlungen, auf das, was ich wirklich mache und machen will, auf das habt ihr keine Einflüsse, habt ihr noch nie gehabt, weil ihr könnt nicht meinen Körper kontrollieren, ihr könnt nicht meine Bewegungen steuern, ihr könnt nicht meine Gedanken steuern, auch wenn ihr einige von euch sicher das immer gerne einbilden und immer gerne mal so ein bisschen meinen, dass sie mich manipulieren können. Was wollt ihr die ganze Zeit, ob ich ohne Hand aufstehen kann? Könnte ich, mache ich aber nicht. Warum sollte ich auch? Ich bin nicht schuldig, jemandem was zu beweisen. Ach, und weil vorhin gefragt wurde. Ach, das Sofa ist immer so tief. Ach, wartet. Das Sofa ist immer so scheiße tief. Zum Thema, ich kann ohne Hände aufstehen. Das Sofa ist nur noch so scheiße tief, dass ich mich mit Händen einfach leichter tue. Ich verdiene mittlerweile seit einigen Jahren damit Geld. Ich verdiene damit mittlerweile so viel, dass ich vielleicht nicht extrem gut, aber dass ich ein vernünftiges Leben führen kann.